Herzlich willkommen zum Video News Channel Vierter Tag der Fotokina. Heute befassen wir uns mit dem Thema Osmo, das schwebende Kameraauge, die integrierte 4K und Full HD Kamera von DJI. Ganz überraschend gibt es hier auf der Fotokina dazu einige Neuheiten. Lassen Sie sich faszinierend von dem Kameraschwebesystem Osmo, dem Dreifach-Gimbal. Ich sage nur zwei Stichworte, Zoom und Professional. Hier bin ich bei DJI und alles, was Sie hier sehen, ist nur Osmo. Also drei Achsen-Gimbal-Kameras, bei denen, bis auf eine einzige Ausnahme, die Kamera integriert ist. Hier ist das Osmo Plus, wie das bewährte Osmo mit 4K und Full-HD-Kamera, aber zusätzlich ein integriertes 7-fach-Zoom. Das haben sich viele Interessenten für dieses tolle System gewünscht. Jetzt ist es integriert, lässt sich ganz einfach über den Auslöser vorne steuern. Der Osmo Plus liegt übrigens bei 750 Euro. Osmo Mobile heißt dieses Dreiachsen-Gimbal-System, bei dem das Smartphone als Kamera eingesetzt wird. Eine feine Sache, sehr komfortabel, genauso wie das bewährte Osmo-System, aber eben mit dem Smartphone als Kamera. DJI Osmo, das preiswerte Dreiachsen-Gimbal-System, 339 Euro. Die Osmo-Kamera mit 3D-Gimbal in der Version Pro ist hier zu sehen. Ein sehr hochwertiger Videokopf, die Möglichkeit 360 Grad Foto- und Videoaufnahmen zu erstellen und Fotos im RAW-Format zu erstellen, also so, dass man es nachträglich bearbeiten kann. Sehr, sehr hochwertig, sehr universell und natürlich auch nicht ganz preiswert, nämlich 2279 Euro. Also, schöne neue Videowelt, erweitere dich, nutze sie, es ist ein Traum, mit Osmo zu filmen. Das war der heutige Video News Channel. Morgen ist ein neuer Tag. Ich freue mich auf Sie. Servus.